Willkommen zurück bei einer weiteren Folge L17 hier bei mir auf meinem Kanal. So, heute sind wir mit der Maissilage schwer beschäftigt. Wie man unschwer sieht, da habe ich schon ein paar Fuhren runtergefahren. Jo, ich bin noch am Überlegen, ob ich jetzt, ich weiß es nicht, ob ich jetzt, ich habe ja mehr oder weniger drei Felder, die ich abernten. Oh, scheiße. Fail. Was wollte ich denn jetzt sagen? Ja, drei Felder abzuernten. Und ich bin die ganze Zeit bei überlegen, ob ich zu jedem Feld ein Video mache. Dann seht ihr, wie sich das Silo füllt und wie der Fortschritt ist, etc. Da bin ich noch am Überlegen. Ihr werdet es auf jeden Fall mitbekommen, beziehungsweise sehen. Müssen wir mal gucken. Aber, ja. Wie ich ja in der letzten Folge gesagt hatte, habe ich ja das Silo noch runtergeladen, was ich mir schon mal angeguckt hatte. Hab's mir runtergeladen, hab's platziert und das Silie jetzt rein. Ich finde das Silo eigentlich relativ geil. Da ein Dach drüber ist und so weiter. Müssen wir mal gucken, wie sich das weiterentwickelt, ob ich das Silo behalte oder nicht. Weiß ich noch nicht. Aber ich denke mal wahrscheinlich schon. Muss mal gucken. Mich würde mal interessieren, beziehungsweise gucken, interessieren, wie auch immer, wie viel Häckselgut ich jetzt eigentlich von dem Feld hier in Silo reinbekomme. Weil das Feld hier hat knapp 8 Hektar, wenn ich richtig bin. 7,81 Hektar oder so. Hat dieses Feld jetzt hier die Nummer 4. Muss ich mal, also es interessiert mich auf jeden Fall, wie viel es wird und wie viel Mais ich allgemein überhaupt in das Silo einfahren werde, weil, wie gesagt, ich habe drei Felder. Müssen wir mal gucken. Bin auf jeden Fall, interessiert mich sehr. Oh, bin schon wieder voll. Ziehen wir mal ab zum Silo. Hilft ja nichts. Und ich hoffe, der Spießsound ist diesmal laut genug. Weil mir ist aufgefallen in der letzten Aufnahme oder so, dass der Traktorsound ziemlich leise war. Allgemein der Sound ein bisschen leise war. Ich habe es jetzt mal ein bisschen lauter gedreht. Ich hoffe, es ist so besser. Wenn nicht, reguliere ich das dann runter oder wie auch immer. Keine Ahnung. Aber da bin ich auch noch beim Überlegen, ob ich ein Keil-Silo mache oder nicht. Das ist das Silo, was ich gemeint hatte, das ich mir runtergezogen habe. Ohne Witz, mir drückt die Silage so raus bei jedes Mal durchfahren. Ich bin echt am Überlegen, ob ich ein Keil-Silo draus mache. Obwohl es eigentlich mit dem Verdichten etc. relativ gut funktioniert, muss ich sagen. Ja, wie man sieht, mir drückt einfach der Silo hinten und vorne vollkommen raus. So, dann verdichten wir mal wieder. Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt mal das Schild weglasse und nur mit der Walze? Würde mich ja auch mal interessieren, was da passiert. Okay. Da fahre ich ja Milliardenmal hin und her. Mit der Walze, ne? Naja, obwohl. Das verteilt sich eigentlich relativ gut. Besser als gedacht. Besser als ich jetzt gedacht habe, verteilt sich das hier. Wie es mir das halt rausdrückt, volle Pulle, ne? Muss ich mich dann am Schluss drum kümmern, irgendwie. Aber auf jeden Fall, muss ich es fast sagen, ist es angenehmer wie beim 17er, das finde ich. Meine Meinung zumindest. Kann mich auch täuschen, ihr könnt mich auch verbessern. Mir persönlich kommt es zumindest so vor. So, das hier hinten gefällt mir noch nicht. Immer noch ein bisschen hier so.
Hügel hier gefällt mir nicht, diese Spitze. Jetzt aber. Nee, die ist immer noch da. WTF? Jetzt hat sich's verdrückt. Besser als gedacht. Also, bin schon fertig mit dem Verdicht, mehr oder weniger. Und da würde ich mir halt echt wünschen, bei den Silos, wie jetzt hier, ne? Mir drückt es ja raus, mehr oder weniger. Da hat man da keine Ahnung, da man da trotzdem eine Plane drüber wirft. Da man das jetzt zum Beispiel ein bisschen rüberschiebt und man kann trotzdem bis hier vor die Plane drüber werfen. Würde ich mir halt wünschen. Diesmal wieder rüber zum Häcksler. Ich habe mir ja auch bis jetzt noch keine Tiere geholt. Ich habe mir ja eigentlich nur die Maschine, den Anhänger hier, den anderen Trecker geholt. Und man sieht ja mittlerweile, das Geld schrumpft dahin. Und ich muss mir ja noch ein paar Maschinen kaufen. Tiere will ich mir noch holen und so weiter. Also mit dem Geld, das ist schon krass. So, ich muss drehen. Aber das nächste auf jeden Fall, wenn ich Silo habe, werden auf jeden Fall die ersten Kühe sein. Dann werden wir wahrscheinlich, ich weiß es noch nicht, entweder, ich schätze mal, ich werde dann zwischendurch ein bisschen dreschen und dann werde ich Heu machen. Muss ich mir noch überlegen. Weiß ich noch nicht so genau. Auf jeden Fall, Heu ist ja auch für die Mischration noch wichtig. Aber das ist alles noch Zukunft, also habe ich noch ein bisschen Zeit. Muss ich erstmal gucken, ich will gar nicht wissen, wie lange ich hier noch einfahre. Also ich schätze mal, zeitmäßig 4 bis 5 Stunden, bis ich alles drin habe, bestimmt. Jetzt, ich weiß nicht, wie spät haben wir denn jetzt? 19 Uhr? 20 Uhr? Da unten den Dreh? Ich schätze mal, so Mitternacht werd ich fertig sein. Wenn ich es heute überhaupt komplett schaffe. Weil morgen früh muss ich aufstehen. Ist zwar Samstag, aber ich muss zu Hause ein bisschen was machen. Hab zu Hause auch einen Haufen Arbeit. Kann man nicht ändern, ist so. Aber heute war echt schlimm, ne? Ich war heute auf der Baustelle. War alles in Ordnung. Keine Probleme, nichts. Nur bei uns hier, wir hatten Minustemperaturen, also der Boden war quasi gefroren und es hat das Regnen angefangen. Jeder, der, ich sage jetzt mal, einen Autoführerschein hat oder in dem Alter ist, weiß, was dann passiert mit der Straße. Ich weiß jetzt nicht, wie der derzeitige Stand ist, aber alleine im Landkreis, glaube ich, waren es so 200 oder 250 Unfälle, die registriert wurden von der Polizei. Bis jetzt. Und jetzt haben wir es noch nicht mal. Ich habe gerade mein Handy nicht hier. Noch nicht mal 20 Uhr. Ich glaube so 19.30 Uhr, so haben wir es jetzt. Und jetzt sind wir schon wieder bei den Minustemperaturen. Und es regnet halt einfach immer noch. Den ganzen Tag nur am Regnen. Es ist draußen spiegelglatt. Wahnsinn. Echt nicht schön. Ich habe vorhin auch. War um. Wann waren das? 17 Uhr was? Hat mich ein Kollege, also ja, ein Kollege muss ich sagen, mich angerufen. Von dem sein Wagen ist der Keilriemen gerissen. Und ob ich mit ihm schnell zu der Werkstatt hinfahren könnte und einen neuen Keilriemen besorgen. Ich so, ja klar, kein Problem. Geh so raus, will zu meinem Jeep, dann fällt mir auf, der ist ja komplett zusammengefroren. Dann habe ich schon gekämpft, dass ich die Tür aufbringe. Okay. Tür war offen, dann habe ich das Auto enteist. Hat mich das schon fast eine halbe Stunde oder so gekostet. Dann bin ich losgefahren, fahre in die erste Kurve, beziehungsweise ich werde halt meine Straße entlang fahren, bis ich zur Hauptstraße komme, dass ich halt Richtung Ortschaft komme, geht es halt so einen Berg runter. Da habe ich nur leicht reingelenkt, dann habe ich halt richtig gemerkt, wie mir der Wagen weggezogen ist. Also hat es einfach so nach links rüber geschoben. Ja gut, dann habe ich überlegt, was machst du jetzt? Ja, dann habe ich es versucht noch mit Allrad und Achse sperren und schlag mich tot.
da wieder rückwärts irgendwie rauszufahren, dass ich den Hügel nicht runterrutsche. Boah. Also die Straße halt runterrutsche. Weil nach der Straße, wenn die Straße zu Ende ist, kommt halt eine Hauptstraße. LKWs und was weiß ich was alles. Ja, dann habe ich mich auf jeden Fall da rückwärts wieder hochringen können, irgendwie, dass ich wieder zurückkomme. Boah. Da ist mir echt kurz das Herzchen stehen geblieben, als ich da die Strecke gefahren bin. Wahnsinn. Aber man fährt ja auch bei so einem Wetter eigentlich keinen Wagen, wenn Eis die Straße beherrscht, sage ich jetzt mal. Aber wie sagt man so schön, was tut man nicht alles für die Kollegen? So. Oh Gott. Ich glaube, das Silo wird ziemlich gut voll. Wer weiß, ob wir nicht sogar noch das zweite Silo befüllen müssen. Da sehen wir ja. Kann auf jeden Fall passieren. Wenn ich sage, das Silo ist jetzt gut viertel gefüllt, kommt hin, ne? Und ich habe hier noch nicht mal das halbe Feld geerntet. Und ich habe noch zwei, zwar kleinere Felder, aber das andere Feld, also das... Wo jetzt geradeaus ist, das ist auch noch ein Maisfeld von mir, ist ein kleines Feld, also da kommt nicht so viel zusammen. Aber das andere ist auch ungefähr halb, dreiviertel so groß wie das hier. Ja, da kommt schon einiges zusammen auf jeden Fall. Oder wie groß ist denn das? Kann ja mal kurz gucken. Das ist das hier. Oder? Bodenbeschaffenheit. Feldfrüchte. Genau, die 8 ist es. Und die 18. Ja gut, halb so groß, kann man fast sagen. Also da kommt schon noch ein bisschen was zusammen. Oh, ein bisschen Vorfahren. Boah, ich merke richtig, wie beim Sprechen der Hals langsam austrocknet, ne? Ich trinke mal kurz einen Schluck. Wenn ich das schaffe. Ach, tut gar gut. FAC wird durch einen Black blockiert. Was? FAC hat die Arbeit außerplanmäßig beendet. Grund unbekannt. Was? Hä? Warum beendest du deine Arbeit? Hast du doch davor auch nicht gemacht. Aber ist okay. It's okay, no problem. Bräuchte es der eigentlich, ne, keine Ahnung, 4 Leute oder so. Ein Häckslerfahrer, 2 Abfahrer, ein Verdichter. Zumindest jetzt hierfür. Weil 2 Abfahrer würden mehr als genügen. Und einer, der halt permanent am Silo hin und her fährt. Eigentlich schon. Dann fahren wir noch einen Meter vor, wa? Aber man muss dazu sagen, die Felder hier, ne? Die kosten echt nichts. Also ich weiß nicht, was kostet das... Pass mal auf. So. Das Feld hier kostet halt 11.000, ne? Ich könnte mir die ganze Map mehr oder weniger leisten. Aber ich brauche die Maschinen auch noch dazu. Die kosten ja auch noch mal ein bisschen Geld. Schon wieder voll. Das geht ratzfatz, wenn die Felder gedüngt sind.
Also ich glaube, das Feld, wenn ich da abgeerntet habe, ist das hier ziemlich voll, der Silo. Machen wir mal aus. Wir müssen wieder ein bisschen verdichten. Ich glaube, vorwärts bin ich ein bisschen zu schnell jedes Mal. Kaum wird man ein bisschen langsamer, macht das sauberer. Liegt wirklich bei, dass ich zu schnell bin. Denke ich zumindest. Weil er rückt jetzt auch zu schnell. Sagt aber mir schon wieder, 96% ist verdichtet, ne? Versuche ich jetzt da hinten den Hügel noch ein bisschen wegzumachen und dann heizen wir schon wieder zum Feld. Oi! Achso, ich bin da hängen geblieben. Kann er das Teil hier trotzdem landen lassen? So, der Hügel ist jetzt ein bisschen weg. Sehr schön. Fahren wir beim Vorfahren hier ein bisschen links. Dann versuchen wir das noch ein bisschen rüber zu drücken. So. Aber die Damen und Herren da draußen, ich würde sagen, wir sind schon wieder bei 29 Minuten. Wie ich schon sagte, ich werde das auf zwei bzw. drei Teile aufteilen. Ich werde jetzt ein bisschen weiter häckseln, dann hole ich euch später wieder mit hinzu. Und ja, deswegen an dieser Stelle, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, über einen Kommentar, wie auch ein Abo, würde ich mich sehr freuen. Ist aber euch überlassen. Ich sage an dieser Stelle tschüss, haust rein, boah, 1428 Euro. Boah, ist der teuer. Ja. Ja. Ich sag tschüss, haut rein. Bis zur nächsten Folge. Bye.